So, jetzt haben wir es aber. Okay, und ich habe auch schon die Aufnahmetaste gedrückt. Ordentlich. Wow. Da. Okay, Leute. Juhu. Also, das ist dein Part. Juhu, klasse Partner. Yay. So, ich schalte mal zurück, dass ich wieder die Aufnahmen sehe. Die müsste jetzt gestartet haben. Ja, hat sie. Manometer, was für eine Fahrt. Natürlich war das früher alles spannender. Aber man nimmt, was man kann, was man kriegen kann. Hm, nicht wahr? Dankeschön, auf jeden Fall. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Mit all diesen Kontrollpunkten und Tempoboost. Wisst ihr, zu meiner Zeit. Ja, da gab es sowas nicht. ja. Hochinteressant, Kratos. Aber wir müssen los. Haben noch einiges vor und müssen eine Menge Sachen sammeln. Gut, dass du vorbei. Gut, dass das vorbei ist. Ich wäre fast gestorben vor Langeweile. Hm? Juhu, und eine Page erhalten. Yay! Kratos Rückkehr. Trophäe erhalten. Und Hauptsache, der erste Run. Offscreen wieder, ne? Ja, der erste. Ja, genau. Ey, das ist echt so dämlich. Kann ja keiner mit rechnen. Egal. Gut, weiter geht's. Wir gucken mal, was es hier Schönes gibt. Ein Schalter. Ein Schalter. Und was macht der? Eine Tür auf. Er bewirkt, dass der nächste Schalter da ist. Dann hoch, gedünseln. Hallo. Tschö. Pass auf, irgendwo sind diese spuckenden Dinger. Oh, okay, ich glaube, du musst seitlich dich beeilen, oder? Ich weiß es nicht. Geh doch mal nach da links, wo die Feder ist erstmal. Aber da ist Wind. Ach nee, du hast sogar Zeit. Ja, weil Wind geht ja ab und zu aus. Du musst ja das Timing abpassen. Will ich aber nicht. Ja, willst du die Feder einfach nicht haben? Jetzt ist der Wind an. Egal. Jetzt ist er aus. Okay, hoch da. Ja, und toll. Ja. Wenn man gegen die Decke stößt, dann wird das nichts. Wow. Du bist mir einer. Bam. Ja, einfach mit Vollgas, dann geht das schon. Nicht jetzt Feuer. Lass mich da hoch. Jetzt. Frechheit. Schnell. Nein. Okay, hat geklappt. Einfach vorbeigemogelt. Hüpf drauf, mach kaputt. Oh oh. Auf zu pusten. Du bist schon unten. Bin ich denn? Nein. Du bist schon unten. Nicht weiter runter. Ach, Menno. Es geht doch. Schnell weg hier. So, jetzt haben wir es aber. Ja. Ein weiteres Pidgey. Dankeschön. Ja. Weißt du, was wir machen? Wir erweitern später die Welt, würde ich sagen. Wir gehen jetzt erstmal so weit durch und später erweitern wir dann die Welten, weil sonst hängen wir so ewig lange in Folge auf den Folgen in einer Welt rum. Ja. Das heißt, wir nehmen jetzt mit, was kommt. Du kannst da hinten am Wasser entlang diese Dinger dann hüpfen. Oh oh. Ja, wie lange kann eigentlich. Nicht lange. Autsch, bam. Töte sie, dann kriegst du wieder Fledermäuse. Schmetterlinge. Fledermäuse, ich hab da schon eine. Naja, gut, haben wir das auch mal gesehen? Ausprobiert. Nee, das ist kein. Dann rollen wir mal da lang. Schade. Nein, das wäre cool gewesen, hätten wir über Wasser rollen können. Rechts. Warum rechts? Weil da rechts auch eine Feder ist. Kann gar nicht sein. Oh Mist. Sag dich doch, jetzt musst du da hinrollen. Oh, da sind drei Federn, da geht's nach unten anscheinend. Plansch. Oder ist gedacht, dass man hier nach unten geht, wahrscheinlich als Hinweis. Nö. Oh, ein Geist. Ah, wir haben Geist. Oh, du musst den mit Sonar. Umdrehen. Warum umdrehen? Der war hier irgendwo. Jetzt ist er in der Mitte. Da ist er. Ja, hoch, schnell wieder in die Luft. Cool, haben wir den ersten Geist gefunden. Ja, der andere haben wir auch schon gesehen, aber den müssen wir erstmal befreien können. Ja, aber wir haben den ersten bekommen. Wir haben auf jeden Fall genug Federn, um jetzt auch die zweite Fähigkeit zu holen von Trousers.
Sehr gut. In der Welt hier. Da gehen wir ja gerade hin. Faustus ist ja da drüben. Ja. Jupp, jupp, quietsch, quietsch, quietsch. Na, das funktioniert nicht. Da hinten geht's raus. Oder direkt bei Faustus. Hallo, Kollege. Willkommen. Dö, 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 dö. Nein, mein Herr. Nein, mein Herr. Ich habe keine Ahnung, warum Ihre Waschmaschine explodiert. Sorry, ich rufe zurück. Willkommen, Freunde. Null. Ja, schöner Waschmaschinenvertreter hier. So. Ja, Schlürfstatus. Und was war das nochmal? Energie, ja, absorbiert die Energie verschmauster Objekte. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen es einfach. Erste Wahl. Bist du sicher? Ich glaube, das ist, wenn wir die Kanonenkugeln absorbieren. Wir kriegen es bestimmt erklärt. Garantiert. Der nächste Trick ist in mindestens 3 modernen Spielgenres verboten. Hat der Trick mit der Qualitätssicherung zu tun? Nein. Natürlich nicht. Alle Inhalte wurden gründlich und gewissenhaft, überprüft. Da stand aber nicht alle, da stand alle. 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 Okay. Wie dem auch sei, mir ist aufgefallen, dass die Zunge meines grünen Freundes nicht ganz so spektakulär ist, wie sie sein sollte. Okay. Mit dem Upgrade wird dein Slurfen sehr verbessert, so dass du Eigenschaften deines Essens absorbieren kannst. Klingt cool, Trousers. Was für Eigenschaften kann ich absorbieren? Feuer, klebriges Honig und so weiter. Schau im Internet nach. Wahrscheinlich gibt es da eine Liste. Neun? Kriegen wir schon hin. Also, zurück. Ich vermute mal, du kannst jetzt die Kanonenkugeln aufessen und diese Honigdings da rum. Mhm. Das war's schon. Kommt bald wieder, bevor sich jemand die Sachen schnappt. Aber wir haben das schon alles. Tschö, yep. Du Blödmann. Kling, kling. Okay, wir können hier immer noch nicht da hinten durch die Wand, ne? Aber wir können wieder in die Höhle am Eingang. Theoretisch können wir das. War hier nicht irgendwo so eine Kiste mit Kanonen? Lass dich nicht töten. Ist ja gut. Nö, ganz am Eingang, glaube ich. Oh, prima, du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Geh mal hin. Wie das denn? Ja, indem wir genug Gegner getötet haben. Hallo, ich bin die Putzfrau. Schön euch zu sehen, Kinder. Wollt ihr eure Tonikum wechseln? Nein. Kugler. Rollen verbraucht weniger Energie. Oh ja. Und was war das erste? Das wir jetzt weg haben? Links. Ja, da bin ich. Achso, er hat einen schmetterlingslosen Platz. Ach, meine Güte, lass dich nicht so oft treffen. Okay. Mit dem Tonikum solltet ihr leichter, bla bla bla. Rechts, rechts, rechts zum Eingang. Hui, da hinten dürfte doch irgendwo das... Hier war doch irgendwo so eine Kanonenkiste, oder? Ich weiß nicht. Das frag dich ja gerade eben. Egal, geh wieder in die Höhle rein. Wissen wir auf jeden Fall, ist Honig und du musst ja noch beim Rutschen eine Feder sammeln. Quietsch, 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 quietsch. Mist. Vergessen zu essen. Ja. Hier drin ist auf jeden Fall eine, wenn du runterrutschst. Und warte, bevor du runterrutschst, guck mal auch nach links. Wie gesagt, da ist so ein Puste-Dings, aber vielleicht kannst du warten, bis der passende Moment da ist. Da ist es, Kugel. Oh, und jetzt? Ah, ich glaube, ich verstehe. So, versuchen wir die mal zu erwischen. Ah, ich verstehe auch, okay. Wir sind schwer. Nein, warum tust du das? Was denn? Du wärst fast runtergefallen. Ach, Quatsch. Hey, du hast einen von uns Energiestrecker gefunden. Wir werden deine Energieleiste strecken und vergrößern. Wirklich? Niemals. Nein. Ah, cool. Ja, jetzt verstehe. Dann kannst du jetzt wahrscheinlich auch unter Wasser laufen. Eisen-Mario. Ja, so in etwa. Und mit der anderen kannst du an der Wand entlang kleben. Das wird cool. Nein, gib mir. Hier. Ja, hab sie. Wie lange hält die Eigenschaft an? Nicht lange, siehst du doch. Ist schon wieder weg. Echt? Schon wieder weg? Wo? Du bist ja immer noch grau. Ich bin wieder grün und nicht mehr schwarz. Da, links. Dann fress diesen Honig. Und jetzt ab an die Wand kleben. Hoch. Hoch, hoch. Nein? Geht nicht. Was kannst du denn damit machen?
kannst jetzt am Boden rumrutschen. Ach, du kannst... Nein, nein, dann geh mal zurück. Du kannst jetzt die Wände hochklettern, diese Schräge da. Fress nochmal und los, laufen wir wieder hoch. Hä? Hey. Kann ich ja so hochrollen. Nein. Ja, sicher. Nein, siehst du? Jetzt. Ach, man rutscht nicht. Das ist cool. Ja, richtig. Was zur Hölle? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich nur mal die Kanonenkugel da oben mitnehmen. Okay, ist ja egal. Jetzt ist ja vorbei. Wir wissen jetzt, wofür es ist. Ja, stimmt. So komme ich da nicht hoch. Okay, cool. Dann wissen wir jetzt, warum das hier rumliegt. Der klebrige Honig, damit du wieder hochkommst und Dings. Aber den Hut haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Nee. Und was wir damit machen sollen, weiß ich auch noch nicht. Nee, da hat sich auch nichts geändert bis jetzt. Kommen wir vielleicht später nochmal hin. Vielleicht können wir später irgendwie dagegen picken oder so. Und dann spielt's Musik ab. Aua. Jetzt hör doch mal auf, Leben zu verlieren. Boah, Alter, diese du bist Kiste tot. Ist ja... Tschö. Genau, plüpp. So, guck dich jetzt nochmal von hier oben um, ob es in dieser Welt jetzt gerade noch irgendwas gibt ohne Erweiterung. Ansonsten haben wir genug Pages, um auch weiterzugehen. Dim. Diddle, dim, dim, diddle, diddle. Da ist eine Feder. Da ist auf jeden Fall noch eine Feder, genau. Und da unten ist Trausers. So, warte mal, da in die Richtung. Ah, da haben wir noch nichts geholt. Oh, da ist noch einiges, hä? Huh? Jupp, ab geht's. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage Echse. Da lang? Genau. Nein. Uninteressant. Da brauchst du nicht hoch. Bist du dir sicher? Jupp, da ist nichts. Da warst du drauf, als du den Speedrun gemacht hast mit diesen Dingern. Zack. Oh, Mist. Oh, geht doch. Quietsch, okay. Quietsch, 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 rutsch, 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 rutsch. Lass dich nicht beißen, du hast kein Leben mehr. Ich weiß, das ist ja das Schlimme. Schnell weg hier. Da im Gras sind bestimmt irgendwo Schmetterlinge. Vielleicht. Augen. Nein, aber Augen. Solange die Augen nirgendwo reinrutschen, in den Schneemann zum Beispiel, kannst du den Schneemann ja kaputt machen, bevor sie ihn haben. Genau. Ja, toll. Du sollst dich trotzdem nicht treffen lassen. Das war ich nicht. Ach super, wir kommen aber wieder mit vollem Leben rein. Also von daher ist es Pott wie Deckel. Ja, nur wieder den kleinen Weg laufen. Okay. Mist. Ertrunken. Die paar Meter hätte er da auch noch durchhalten können, oder? Okay, also hier ist der Rand, hier ist nichts, da ist nur der Eingang in die Höhle. So, gib mir die Federn da. Oh, ich sehe schon wieder unsere Oktopussy da hinten. Unsere Oktopussy. Oh, der hat sich einen Totenschädel genommen, was geht denn bei dem ab? Der steht drauf. Aua. Ist ja der Wahnsinn, was die kleinen Augen anrichten, ey. Her damit. Pling. Nicht runterrutschen. Aber warum denn nicht? Mit der können wir eh noch nichts machen. Wir haben das. Achso, denn wir haben es ja, du hast recht. Wir haben diese komische Dings noch nicht. Dieses Ektoplasma oder die haben wir. Neutron. Das ist wahrscheinlich hier irgendwo oben. Federn. Diese Federleist hier. Oh, da kannst du. Honig. Kannst du irgendwo hoch. Hiha, hi. Hi, huhu. Was da unten? Das weiß ich noch nicht. Oh, ein Pinguin, der auch irgendein Hut will. Und eine Plattform. Egal, wir bleiben erstmal kurz hier und gucken uns hier um. Sehr schön. Jetzt kannst du hier hochrollen. Das geht wahrscheinlich vorher nicht. Richtig. Trotzdem will ich alle Federn mitnehmen. Ja, das ist auch irgendwie sinnvoll. Jetzt kannst du erstmal zurück. Ich glaube nicht, dass es ausreicht. Ich glaube auch nicht. Schneller, roll! Roll, was das Zeug hält. Nein! Spring nach rechts! Ah, geht nicht. Toll. Ich konnte nicht springen, weil der am Rutschen war. Okay, dann auf ein neues. Okay, nochmal. Kleb, kleb, kleb. Und gib ihm. Wow. Pass auf, da schießt die Biene nach dir. Da rechts ist eine Plattform, schau mal, wo die hin will. Gleich. Erstmal will ich hier die Federn haben. Oh Mann, weißt du, welches Lied mein Lieblingslevel war in Banjo-Kazooie? Click Clockwood?
ja. Das war das mit den Bienen und dem Wald und so. Ja, genau. Irgendwie fand ich das toll. Das war auch mein Lieblingslied, beziehungsweise meine Lieblingshintergrundmusik. Ich meine nicht nur die Musik, ich meine das Level auch an für sich. Ja, das vom Level Spiel an her. Sich auch. Warte, hast du recht? Ich fand es halt geil, dass es da so vier unterschiedliche Jahreszeiten gab. Stimmt, ja. Das war, ich glaube, das hat einem alle gute Erinnerungen. Mhm. Was ist das da hinten? Muss das abschießen? Nein, aber da muss ich rüber. Oh, Nick. Genau deswegen. Oh, um noch weiter hoch? Kannst du dann auf den Dächern rumgleiteln? Weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, nein. Ach, du brauchst es, um da hochzukommen. Alles klar. Richtig. Der arme Schmetterling. Den wollte ich noch mitnehmen. Und los geht's. Mit Vollgas. Ah. Boah, komm schon. Gut, dass er gerade abgehauen ist. Da ist noch mehr Honig. Ja, da geht's weiter. Wow, mach das doch nicht. Was tust du denn da? Ich weiß es noch nicht. Ist das denn schönes? Das ist eine Wand. Hör auf, wenn du da hinzugehst, dann hängst du nachher an der Wand fest. Ja, das macht nichts. Ach, guck mal hier. Ja, du könntest dir da... Eis und da hinten ist das Feuer. Nein, das ist ja... Du musstest ja Wasser haben, um das Feuer zu löschen. Mit dem Eis kannst du das Feuer nicht löschen. Ja, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Jedenfalls kannst du da hoch. Oh nein. Oh oh. Nimm die anderen auf dem Rückweg mit oder später. Es gibt hier wahrscheinlich keinen Rückweg. Okay. Nein, tu's nicht, tu's nicht. Hol's dir jetzt, verdammt. Gib doch mal her jetzt hier. Oh Mist. Sehr schön, Mann. Das läuft. Flitsch, flitsch, flitsch. So, jetzt aber die Feder. Gib ihm. Gib her das Ding und voll. Weg hier. Oh, gefedert. Ja. Trophäe erhalten. Oh, wir wurden gefedert. Oh, und jetzt? Ich glaube, wir brauchen hier einen Schlüssel. Ach, weißt du, was das ist? Die Erweiterung. Ah, das könnte sein, ja. Und auch die Erweiterung unter Wasser und sowas. Hätten wir es jetzt erweitert, hätten wir schon reingekonnt, aber ist auch egal, ist nicht wichtig. Guck mal, ob... Was ist das? Eine... Das ist ein Eskimo-Dorf. Wie kommt man da hoch? Eine Schneesiedlung. Die meine ich doch. Ist das nur im Hintergrund JPG oder kann man da hin? Nee, da kann man hin. Anscheinend. Sehr nice. Da hinten ist eine Brücke, du hast recht. Und da oben ist noch, noch eine Kiste. Links. Links, links. Da oben. Okay, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Gute Frage. Nächste Frage. Wahrscheinlich erstmal noch gar nicht. Ja, okay. Du dann kannst da hinten auch rüber, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommen da auch irgendwann Plattformen zum Erweitern. Wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich mit der Erweiterung. Na gut. Dann versuche ich das jetzt hier noch. Du wirst sterben, wenn du da runterhüpfst. Okay, du hast recht. Die sind nur da, um die Bienen kaputt zu machen, die da dir im Weg stehen. Da hinten. Meinst du, es tut weh, wenn ich ins Wasser springe? Ja, nee, aber das würde es nicht rechtzeitig schaffen, wieder rauszukommen und so. Dann rutsch mal da hinten jetzt weiter, wo wir den Schneemann eben unten gesehen haben. Genau, zurückrutschen. Wow! Was machst du da? Jetzt wirst du es eh testen. Ja. Klatsch, klatsch. Okay, ins Wasser fallen, Schlüssel ist die Erweiterung. So, jetzt gucken wir nochmal nach. Also du musst in diese Richtung da hinten. Wo war der denn? Da, ja. da. Platsch, platsch, platsch. Eieiei. Das Spiel ist echt genial. Es macht mega Laune. Platsch, 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 platsch. Und ich kann voll entspannt zugucken. Das ist mal wieder was voll mein Ding. Mal was anderes als selber zu spielen. Ja. Ich mache so viele Let's Plays. Arr. Warum bringt mir denn keiner meinen verlorenen Hut? Laber nicht. Wir haben doch schon drin mit dir gesprochen. Echt, oh, wir müssen wahrscheinlich allen einen Hut bringen. Oh nein. Dann springe ich jetzt erstmal hier lang. Plattform. Plattformer. Was? Das Muster muss ich erstmal verstehen. Spring mal hoch. Ah. Okay. Oh, das reicht toll. Nicht. Irgendwas falsch gemacht? Nein, nein, alles gut. Du musst drauf stehen bleiben, näher ran, aber zum Rand. Und dann musst du gucken, dass du im richtigen Moment abspringst. Also wo du sein musst. Und zwar da. Passt. So, warten. Oh. Am besten rechts, würde ich sagen, ne, damit du die Feder holst. Jetzt? Komm schon! Okay. Mittig.
Sonst würdest du runtergepustet werden. Du musst früh genug losspringen. Nein. Oh Mann, das klappt nicht. Ich stehe zwar drauf, aber ich werde wahrscheinlich jetzt runtergepustet. Ja. Wo ist er denn hin? Er war nicht mehr da. Sehr nice. Ich hab's mir irgendwie gedacht. Ich auch. Verdammt. Oh, herrlich. Okay. Na gut, also nochmal. Oh, so ein Mist. Okay, das Timing müssen wir noch üben. Was war das denn? Das hat ja mal gar nicht gepasst. Kannst du nochmal springen eigentlich nach diesem Dienstagsprung? Ich glaube schon, ja. Also kannst du, wenn du jetzt hochspringst, nochmal springen? Ich glaube schon, ja. Versuch's mal. Ich versuch's mal. Nee. Okay, dann warst du wahrscheinlich, du hast zu früh gedrückt, vielleicht warst du nicht am höchsten Punkt. Oder zu weit weg ist das. Ja, weiß ich nicht, könnte sein. Oh. Ja, doch, klappt. Oh, aber gerade so. So, jetzt muss das Ding genau mittig sein. Wenn du siehst, ist nicht mittig, lass wieder los, dass du hier drauf landest, bevor du nach vorne drückst. Mhm. Doch. Aber es reicht nicht. Och. Ey, das ist aber auch schwierig. Das glaube ich dir. Wir holen jetzt das Pagey. Aber so geht's am schnellsten, wenn du einfach ins Wasser platschst, dann schwimmt der so schnell nach vorne hier. Ne? Naja, geht so. Also es ist echt eine mega fiese Timing-Geschichte. Musst du überhaupt nach oben so machen? Boah. Ich glaube, du hast dich zu spät entschieden. Ja, das ist echt nicht einfach. Ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen verzweifeln. Boah, ey. Du musst X loslassen und dann direkt wieder X drücken und ich verhaus. Vielleicht so einfach springen nach vorne, Doppelsprung? Das ist ganz toll. Ja, das war echt gut. Ja, das hat geklappt. Klappt nicht. Nein. Boah, blöder Wind. Mann. Das ist echt eine mega harte Nuss hier. Was hältst du davon, wenn wir einfach ab der nächsten Folge von da oben aufnehmen? Ja, das können wir jetzt hier gut. Noch ein bisschen rumprobieren. Das kann man noch ein bisschen dauern. Ja. Deswegen schreibt in die Kommentare, wenn ihr gut findet, dass wir so schön lange Folgen machen. Also ich finde persönlich ist das von den Folgenlänge her für so ein nettes Spiel, das wahrscheinlich irgendwann bei Folge 30 enden wird. Na, das glaube ich nicht. Sehen wir dann hier auf jeden Fall. Also bis zur nächsten Folge. Ja. Ciao, Leute. Bis dann. Ciao.